Der Kulturcheck wird Ihnen präsentiert von Skoda Auto Deutschland. Dieses Wohnzimmer sieht vielleicht doch ein bisschen anders aus als bei Ihnen oder bei mir zu Hause. Wir sind gelandet in der bewohnbaren Galerie von Johannes Nikel, der seit 30 Jahren unter anderem damit beschäftigt ist, solche wunderbaren Skulpturen zu fertigen. Doch sein Berufsleben hält noch viele weitere Geschichten bereit. Unter anderem ist er der Begründer von Pardon, des ersten satirischen Monatsheftes. Und dafür hat er auch Erich Kästner und Loriot mit an Bord geholt. Diese Galerie ist bewohnt, und zwar vom Künstler und seiner Frau selbst. Johannes und Edith Nikel leben inmitten ihrer Kunst. Wohnraum und Ausstellungsraum gehen fließend ineinander über. Die Bronzeskulpturen von Johannes Nikel finden sich im ganzen Haus, vom Keller übers Wohnzimmer bis zur Galerie. Dabei waren die ersten Jahrzehnte seines Berufslebens voll und ganz dem Journalismus gewidmet. Zur Bildhauerei kam Nikel, der in Oberschlesien geboren wurde, erst während der Kur seiner Frau. Dort wurde abends ein Töpferkurs angeboten. Da habe ich mitgemacht und musste merken, dass das, was da so an Ton gemacht wird, alles nur Aschenbecherchen sind oder kleine Hündchen oder so etwas. Das hat mich nun überhaupt nicht interessiert. Und ich habe dann angefangen, ganz eigene kleine Figuren zu machen. Und die Leiterin, die hat gesagt, das gibt nie was. Das muss ja dann auch noch gebrannt werden. Das wird alles zerfallen. Und ich hatte Glück, es ist nichts zerfallen. Und da habe ich gedacht, na, wenn da nichts zerfallen ist und wenn mir das so einen Spaß macht, dann mit Figuren, dann versucht das doch auch nachher. Beim Berufsverband Bildender Künstler hat sich Johannes Nikel dann ausbilden lassen und mit zunehmender Kenntnis der Materie wurden auch die Skulpturen größer. Seit langem hat er nun ein eigenes Künstleratelier, in dem er sich auch der Malerei widmet. Johannes Nikel wollte nun auf jeden Fall vermehrt seine Hände nutzen, um etwas zu schaffen. Zuvor hatte er als Journalist und Publizist jahrzehntelang mit dem Kopf gearbeitet. Vor allem für die Satirezeitung Pardon war er eingespannt, zunächst als Gründer, dann als Herausgeber und Autor und als derjenige, der die guten Leute an Bord holt. 18 Jahre lang leitete er das Magazin. Warum der Titel? Weil damals Mischehe zwischen Katholiken und Evangelien zum Beispiel also höchst verdächtig und sträflich eigentlich war. Das war unglaublich, dass die Kirchen sich da eingemischt haben und es nicht zulassen wollten, dass da irgendwie Menschen zusammenkommen und sich lieben, nur weil sie verschiedener Konfession sind. Das war für uns durchaus ein wichtiges Thema, dass das mal zur Sprache kommt. 1980, ein Jahr nachdem das Konkurrenzmagazin Titanic gegründet wurde, verkaufte Johannes Nikel Pardon. 2 Jahre später wurde das Magazin eingestellt. Mit dem Schreiben begann Johannes Nikel, Jahrgang 1930, schon als 13-Jähriger in seiner Heimat Bielitz in Oberschlesien, indem er eine Schülerzeitung gründete. Nach der Flucht Richtung Westen und der Landung in Frankfurt machte er 1948, 8 Tage vor der Währungsreform, Abitur. Nach der Ausbildung wurde er Redakteur bei der Frankfurter Rundschau. Gleichzeitig wollte Johannes Nikel studieren. Und ich konnte also diese Deutschland-Ausgabe machen, die ist in der Nacht gemacht worden. Und ich bin dann also um 3 Uhr früh oder um 4 Uhr früh bin ich zu Fuß, da fuhren keine Straßenbahn, bin ich in meine kleine Bude gegangen und nächsten Morgen musste ich wieder ganz früh in der Universität sein, weil die Seminare von Horkheimer, die waren alle am frühen Morgen. Und dann war also dieses wunderbare Arbeiten einerseits der Redakteur und andererseits der Student. Ausstellungen organisiert Johannes Nikel nicht mehr viele. Lieber verbringt er kreative Tage zusammen mit seiner Frau in den heimischen Ateliers. Während er an den Skulpturen arbeitet, fertigt sie nebenan die Bühnenbilder für das eigene Marionettentheater, in das sie über die Wintermonate einlädt. Du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du dich ein kleines bisschen näher setzen können. Ich finde es wunderbar, dass es hauptsächlich getrennt ist, dass ich meine eigene Welt habe, mein eigenes kleines Atelier, wo ich Bühnenbilder male und so. Und ich finde es auch wieder schön, teilzunehmen.
Mein Mann ist eher derjenige, der auch mal fragt, kann ich das und guck mal und ist das hier so richtig. Ich kann nicht leiden, wenn mir einer reinredet. Ich muss es ganz allein machen. Ja, mir macht Spaß zu wissen, dass ich nicht so ganz allein in meiner Tätigkeit bin, sondern dass ich einen Partner habe, der auch mal hinhört, auch wenn er nicht immer hinhört, aber dann jedenfalls mir Ratschläge gibt, wenn ich in so eine Situation komme, wo ich denke, da müsste ich doch wissen, ob diese Linie vielleicht ein bisschen anders verlaufen könnte. Was das gemeinsame Leben und das gemeinsame künstlerische Schaffen angeht, so scheinen die beiden Lebenslinien von Johannes und Edith Nikel ganz gut verlaufen zu sein. Wofür andere Leute mindestens drei Berufsleben brauchen, dafür braucht Johannes Nikel nur ein Berufsleben. Und netterweise hat er uns in seine bewohnbare Galerie hier eingeladen, in diesen wunderbaren Raum. Das ist so die letzte Phase, ne? Also Sie sind jetzt Bildhauer, auch ja immerhin schon seit 30 Jahren. Da haben wir vorhin im Beitrag erfahren, es fängt mit dem Töpferkurs in der Kur an. Ja. Und das ist jetzt so Ihr Reich, wo Sie auch Leute einladen? Machen Sie Ausstellungen? Also erstens ist es nicht ein Raum, sondern es sind schon ziemlich viele Räume. Alles, das ganze Haus. Bis runter. In den Keller und so weiter, in die untere Galerie nenne ich das lieber. Und also es ist ziemlich viel anzugucken. Aber ich habe es nicht gemacht, um das zum Angucken zu machen, sondern weil ich ungeheure Lust empfunden habe, bestimmte Themen einfach zu realisieren. Das ist etwas gewesen, was ich in meinem früheren Berufsleben ja gar nicht so konnte. Mit den Händen konnte man nicht arbeiten, man konnte nichts formen, man konnte sich manches ausdenken und konnte skizzieren, aber man konnte es nicht gestalten. Ja. Und dieses Gestalten ist es eben, was mir so großen Spaß macht, bis jetzt oder jetzt wieder. Und das Schreiben und so weiter auch. Ja, und bevor diese Phase einsetzte, wo Sie die Hände eingesetzt haben, da haben Sie dann mehr mit dem Kopf gearbeitet. Das stimmt, haben wir ja auch gerade schon im Beitrag gehört. Und ich finde das so faszinierend. Heute ist Verbraucherschutz ja ein Thema, was überall präsent ist mit den ganzen Lebensmittelskandalen und auch sonstigen Skandalen und Foodwatch und Co. Und diese ganz wichtigen Einrichtungen. Und eigentlich, das ahnt man kaum, einen dieser Vorreiter haben wir jetzt hier vor uns stehen. Der Preisbeobachter. 1961 gegründet, Verbraucherverein. Sich. Also ja. Sie haben das praktisch in Stil gestoßen zusammen mit dem Herrn Bermann. Warum? Ja, weil wir nach dem Krieg gemerkt haben, wir waren ja ganz junge Kerle. Wir sind als Bermeier und ich, wir sind als Jugendliche quasi, sind wir noch zum Militär eingezogen worden. Mussten da schon die Schrecklichkeiten miterleben am Front und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir gedacht, Gott sei Dank geht jetzt eine Demokratie los. Und was war, die Leute, die Bürger, die waren eigentlich immer noch gewöhnt, in alter Weise alles zu akzeptieren, was von außen kommt. Mhm. Und da haben wir beide gedacht, Mensch, da muss ich was tun. Wir müssen die Leute dazu bringen, dass sie wirkliche Demokraten werden wollen. Und dazu gehörte zum Beispiel, dass sie sich auch bewusst sind, dass man nicht alles kaufen muss, was einem angeboten wird und was zu teuren Preisen angeboten worden ist, sondern dass man die Preise auch kontrolliert. Mhm. Vergleicht und so weiter. Das war der Ansatz. Ja. Und daraus ist dann der Preisbeobachter geworden, 61. Später noch das Magazin DM, also Deutsche Mark. Und da haben Sie dann in Stuttgart ein eigenes Testlabor betrieben. Ja, wir haben die DM dann später übernommen. Und das Interessante war nur eben, wie haben wir diesen Preisbeobachter überhaupt ans Volk gebracht, ja. Es ist eben so, das war damals fast unmöglich, weil es gab also keine große Institution, keine große Presse, die sich für sowas stark gemacht hat. Und wir haben also diesen Preisbeobachter gegründet und alles übrigens selbst geschrieben. Mhm. Das war also unter verschiedenen Pseudonymen. Ja? Und haben das drucken lassen in Oberursel und so. Und jetzt musste das aber ans Volk kommen. Und was haben wir gemacht? Wir haben da so offene Lastwagen gemietet, haben uns oben drauf gestellt und sind so durch die Stadt gefahren und haben von oben den Leuten das angeboten. Ja. Oder hat gekostet was? Steht der Preis hier drauf? Doch, das 20, war ja, das war 0, ja wenig. Ja, das war Pfennig, 20 Pfennige? Ja, damals war das 20 Pfennig war viel, waren ein paar Mark, paar D-Mark jetzt. Ja. So, naja, und dann an der Hauptsache, das war der Treff Punkt sämtlicher Straßenbahn damals, die sah ja noch ganz anders aus, die Hauptwache. Ja? So, und da haben die Straßenbahn immer gehalten, um umzusteigen zu machen. Da bin ich von einer Straßenbahn, die hielt, gleich in die nächste gesprungen und habe dann den Leuten drin geraten, mal sich mit Verbraucherfragen zu beschäftigen. So. Ja. Und als die losfuhr, bin ich schnell rausgesprungen und bin in die nächste gegangen. Das machen die in Berlin heute noch oder in Städten mit einer großen Straßenbahn und singen.
singen dann dabei, ne? Und machen ein bisschen Musik. Das haben Sie nicht gemacht. Das haben wir nicht gemacht. Ja. Aber das war natürlich alles wahnsinnig dramatisch, zumal wir also wirklich so gut wie kein Geld hatten. Ja, es ging alles mit wenig an. Und Sie mussten ja auch erstmal so die Idee entwickeln und den Mut aufbringen, so dieses ganz Neue zu wagen. Was ja heute immer so einfach ist, das aus der heutigen Zeit zu betrachten. Ja, dann hat er halt das und das gegründet, aber sowas gab es nicht. Das musste erstmal jemand in den Stil stoßen. Ja, und es gab Blätter wie die Nachtausgabe, die Abendpost und so weiter, und dann kam die Bildzeitung und so. Aber keiner hat sich im Grunde um diese wichtige demokratische Geschichte gekümmert. Ja, und die haben Sie auch, um die haben Sie sich auch gekümmert und mitinitiiert. Pardon, also gerade in Frankfurt, also eigentlich in der ganzen Bundesrepublik, aber auch gerade in Frankfurt kennt wirklich jeder diese Zeitung. Die haben Sie gegründet. Also wir haben hier den Gründungsvater stehen, zusammen noch mit Erich Kästner und Loriot haben Sie da zwei Leute mit an Bord geholt. Das war gar nicht so leicht, weil der Erich Kästner war sowas von skeptisch, Und der war ja auch überhaupt nicht zu finden. Der war nicht zu finden im Telefonverzeichnis, nirgends. Ich wusste aber, ich hatte gehört, dass der in der Luitpoldstraße immer im Café sitzt. Mhm. Und da bin ich nach München gefahren und habe so lange in den Cafés gesucht, bis ich ihn dann gesehen habe. Und habe ich ihm das vorgetragen. Der war aber ganz zurückhaltend. Und da sagte ich, wissen Sie, so kenne ich Sie überhaupt nicht. Und da hat er gesagt, woher kennen Sie mich überhaupt? Da habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe Ihr Buch, Erich und die Detektive, das habe ich gerettet. Mhm. Im Dritten Reich haben wir nämlich von den Schulen haben wir solche Sammlungen gemacht. Da mussten alle Autoren, die nicht für Hitler waren, die mussten ausgegliedert werden und weg. Mhm. Und ich habe das gefunden, den Emil und die Detektive, und habe das bei mir gehalten und habe viel Reklame für sie gemacht. Mhm. Und da lichtete sich sein Gesicht und er sagte, naja gut, da können wir mal versuchen. Ja. Und dann, dann ging es praktisch darum, satirisch die aktuelle Lage auch damals, das ist gegründet worden 62, das ging so geradewegs auf den Kalten Krieg zu oder war auch schon fast mittendrin, da ging es Ihnen darum, wieder auch für mehr Demokratie zu wagen und darauf hinzuweisen. Ja genau, das war ja der Sinn der Sache. Und da ist es mir gelungen, und das ist auch dokumentiert, dass ich wirklich mit die besten Leute ins Boot geholt habe. Ja? Unter anderem Robert Gernhardt. Da sind Sie nicht nach München, sondern nach Berlin gefahren. Ja, so ist es ja. Also Robert Gernhardt beispielsweise, der war noch Student, und Effi Bernstein, die studierten noch zusammen und waren noch nicht ganz fertig und so. Aber der Gernhardt hatte mir eine kleine Sache geschickt und ich hatte gedacht, Donnerwetter, da steckt verdammt viel Temperament und so etwas dahinter. Und da habe ich gesagt, den Kerl musst du doch mal kennenlernen. Da bin ich nach Berlin gefahren und habe die beiden da in einer ihrer Studentenwohnung habe ich die besucht und habe mit ihnen gesprochen und habe gesagt, wie wäre es denn, wenn die hier das Studium zu Ende haben, wenn sie dann zu uns kämen. Mhm, ja? Von Berlin nach Frankfurt. Von Berlin nach Frankfurt. Das war natürlich eine Überzeugungsarbeit, aber es war so, das war natürlich die große Chance, denn ich habe ihm gleich angeboten, Redakteur zu werden und nicht erst... Hat er ein Volontariat absolviert bei Ihnen oder direkt Redakteur? Nein, ich habe den direkt als Redakteur, direkt vom Studium geholt. Wer kann schon von sich behaupten, Robert Gernhardt entdeckt zu haben? Also Sie haben so viele Geschichten zu erzählen bei anderen Leuten im Internet, erstreckt sich die Biografie auf so eine Seite. Ja. Bei ihm muss man mindestens 4-5 Seiten aufschlagen, um nur einen Ansatz davon herauszufinden. Es ist schön, dass Sie uns hier eingeladen haben, dass wir uns ein bisschen umgucken dürfen. Und weil er so viele Geschichten zu erzählen hat, Johannes Nigel, sind wir auch gleich auch noch wieder bei ihm zu Gast hier in der Galerie. Machen kurz ein ganz kleines bisschen Pause und sehen uns gleich sofort wieder. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter mit Kulturcheck, präsentiert von Skoda Auto Deutschland. Rhein-Main-TV macht Druck. Ab jetzt druckfrisch, das neue Rhein-Main-TV Fernsehmagazin. Die neue Ausgabe, kostenlos erhältlich, in vielen Filialen des führenden internationalen Lebensmitteldiscounters Aldi Süd im Sendegebiet und an weiteren ausgewählten Auslagestellen. Mit 4 Wochen TV-Programm, vielen Informationen und Freizeittipps aus Sport, Unterhaltung und Kultur. Das neue Rhein-Main-TV Fernsehmagazin. Unsere Region im Hochglanzformat. Jetzt neu mit Wackelzahn, Deutschlands erster kostenloser Fernsehzeitung für Kinder. Mit 4 Wochen Kinderprogramm, vielen Rätseln, Suchbildern und einem tollen Poster zum Herausnehmen. Jetzt in vielen Filialen von Aldi Süd im Sendegebiet.
übertrifft alle Erwartungen. Der neue Skoda Octavia RS. Skoda. Simply clever. Oh, das ist wirklich schön. Das nehme ich. Entschuldigung, er hat es sich gerade ausgesucht. Schluss aus, meins gehört mir. Es ich ist bitte meins. Sie. Mein Sohn. Hallo, geht's noch? Sie können alles von mir haben. Noch viel Vergnügen beim Kulturcheck wünscht Ihnen Skoda Auto Deutschland. Kulturcheck. Willkommen zurück beim Kulturcheck, den es heute in die bewohnbare Galerie von Johannes Nikel verschlagen hat. Und dieser Mann, der so viele berufliche Erfahrungen hat, wofür andere meistens mehrere Leben brauchen, hat unter anderem das erfunden, was wir hier sehen, nämlich den Arsch mit Ohren. Man muss es so sagen, auf dem Titel von Pardon, seiner Zeitung, die er ins Leben gerufen hat, der satirischen Monatszeitung, abgedruckt 1976. Und im selben Jahr, ganz zufällig, gab es auch jemanden auf dem Titel, den wir auch kennen. Damals war er noch nicht Ministerpräsident. Und den hier kennen wir auch, Strauß. Mit dem haben Sie mehrere publizistische Gefechte gehabt. Ja. 16 Prozesse hatte ich mit dem. Er hat mich immer wieder angegriffen, weil er behauptet hat, so könnte man ihn nicht sehen. Das, was er behauptet hat, das stimmte einfach nicht, habe ich nachgewiesen. Denn es kam mir schon sehr darauf an, dass eine satirische Zeitschrift nicht nur einfach frech ist, sondern dass sie auch stimmt in dem, was sie sagt. Mhm. Ja. Also diese Kombination zwischen Ehrlichkeit in der Aussage und übertriebener, manchmal sagen wir es übertriebener, satirischer Aussage, die gehörte zum Charakteristikum dieser Zeitschrift. Ja. Und die hat auch einen Riesenerfolg gehabt und war einfach so, dass die besten Journalisten und die besten Publizisten, die waren da ständig in Pardon vertreten. Ja, die haben sie 1962 gegründet, das haben wir vor der Pause schon mal gesagt. Jetzt stehen wir ja hier in praktisch einer der letzten beruflichen Schaffensphasen, die Bildhauerei, die wir hier auch schon oder die Sie seit 30 Jahren machen. Wir wollen uns aber noch ein bisschen widmen, das, was Sie so als Vollblutjournalist, das haben Sie ja auch 30 Jahre mindestens gemacht. Das hat angefangen mit einer Schülerzeitung in Ihrer Heimat und damals haben Sie schon damit die Nationalsozialisten verärgert, sind dann durch die Flucht nach Deutschland oder in dieses Gebiet, sind Sie dann bei der Frankfurter Rundschau gelandet, in jungen Jahren. So jung, dass Sie schummeln mussten, um als Redakteur aufgenommen zu werden. Ja, ich musste natürlich einiges nachweisen, dass ich wirklich schreiben kann und dass ich gut schreiben kann. Aber ich war damals 19 Jahre, das war natürlich kein Alter, um als Journalist, aber um als Redakteur eingestellt zu werden. Und da habe ich ein bisschen geschummelt, habe mich 2 Jahre älter gemacht. Und man musste damals keinen Nachweis bringen, wie alt man ist. Also Personalausweis oder sonst was. Ist mir gelungen. Ja. Und dann ging das auch irgendwie rasant weiter. Also dann haben Sie auch in Situationen zugegriffen, wo andere sich nicht so getraut haben, so einen Leitartikel über Adenauer zu schreiben. Ja. Da haben Sie gesagt, naja, ich könnte es ja mal probieren. Naja, es war so, die anderen Redaktionsmitglieder, die trauten sich da nicht, weil die Frankfurter Rundschau, die war linksliberal und war eigentlich ganz und gar gegen Adenauer. Und ich kann das verstehen, dass man gegen Adenauer war damals, da gab es viele Gründe dafür. Aber auf der anderen Seite, wenn einer jetzt Bundeskanzler wird, im gleichen Hintern zu treten, das schien mir nicht gerecht. Mhm. Und da habe ich gesagt, dann schreibe ich den Leitartikel, wenn ihr wollt. Mhm. Und das haben die gewollt, weil sie sich selbst nicht getraut haben. Und dann hieß dieser Leitartikel, gib ihm eine Chance. Mhm. Und da war eben dargestellt, was man sich an Adenauer als übel darstellen kann und was man auch ihm zugestehen muss. Mhm. Und als prominenter Besuch in die Stadt kam, da wurden Sie auch auserwählt und durften den begleiten, Thomas Mann. Das war also so, dass damals Thomas Mann besucht, das war die große Attraktion und so weiter. Und der Chefredakteur, der hatte mich so ein bisschen kennengelernt schon natürlich und dachte, also das wird der Nikel vielleicht richtig machen, dem Thomas Mann zu zeigen, unsere Redaktion und so weiter. Und da war ja die große Rede von Thomas Mann in der Paulskirche. Und da war, die habe ich schon selbst geschrieben dann, also, weil ich war ja Nachrichtenredakteur auch. Mhm. Und er konnte dann den Thomas Mann, also die Redaktion zeigen und mit ihm zusammen sein. Ja? Während er seine Frau da unten im Auto warten ließ. Tatsächlich? Ist Ja. Ja, ich hatte überhaupt eine Menge gegen Thomas Mann einzuwenden, weil sich nämlich herausstellte, dass der Thomas Mann, der dann anschließend nach Weimar fuhr und dort eine große Rede gehalten hat für die Deutschen und was es für eine Wiedervereinigung geben muss, aber nicht erwähnt hat, dass die Kommunisten dort 18.000
Deutsche ins KZ gesteckt haben, das es immer noch gab, das die jetzt weitergeführt haben. Und weil die denen nicht so gepasst haben. Die waren entweder Sozialdemokraten oder es waren ein paar Nazis auch dabei. Mhm. Aber das hat alles der Thomas Mann in Schutz genommen. Mhm. Und das hat mir gestunken. Und dazu hat mich dann auch unterstützt der Eugen Kogon. Den ich jetzt nicht so direkt kenne, aber wir kommen trotzdem mal direkt zum nächsten Thema. Als dann mit der FR, dann haben Sie gesagt, so bei Tageszeitung ist das ja oft, das ist ein Ressort und dann ist es auch nur das eine. Also ja, es war, man durfte nicht so mal im anderen Bereich schreiben. Ungern, ja. Ungern. Und das war so für Ihr Kategoriedenken, da passt das gar nicht rein. Nein, da habe ich gedacht, ich muss mich selbstständig machen. Ja, und dann ist eigentlich schon relativ bald der Pardon ist schon bald. Ja, der erste Verlag, Bärmeier und Nickel, und da haben wir sehr schöne, verrückte Bücher herausgebracht, alles schon sehr satirische Bücher, ja, und waren die ersten Bücher gegen die Wiedervereinigung, die also ziemlich reaktionär geplant war von Adenauer. Mhm. Und also um diese Bücher dann überhaupt an Volk zu bringen oder in die Buchhandlung zu bringen, bin ich also wirklich wochenlang bin ich an der Autobahn gestiegen und habe immer gehalten, und können Sie mich ein Stück mitnehmen? Tatsächlich? Und so bin ich also in alle großen Städte gefahren, mitgenommen worden und da zu den Feuilleton-Redakteuren gegangen oder zum Chefredakteuren gegangen, habe gesagt, wenn Sie aus meinem Buch, wenn Sie da ein oder zwei Passagen abdrucken, da brauchen Sie nichts dafür zu zahlen. Die müssen nur drunter schreiben, aus welchem Verlag das ist. Ja. Und da haben die sehr gelacht und haben gesagt, das ist vielleicht ein verrückter Hund, und haben das dann auch gemacht. Ja. Auf die Weise sind wir überhaupt mit den Büchern ins Gespräch gekommen. Ja. Ganz kurze Frage noch zum Abschluss. Also man sieht Ihnen das ja gar nicht an, aber Sie haben ja immer, Sie waren immer gegen den Strich, nicht automatisch protestmäßig dagegen, sondern Sie haben immer vieles in Frage gestellt. Ja. Wo haben Sie das lernen können? Weil aufgewachsen sind Sie in einer Zeit, wo nichts in Frage gestellt wurde. Naja, ich war Schüler von Horkheimer. Mhm. Und bei Horkheimer konnte man das lernen. Der war ja kein Klassenkämpfer, der Horkheimer. Aber er hat wirklich gezeigt, dass zum Beispiel bestimmte Dinge, die sich so fortschrittlich geben, in Wirklichkeit auch sehr reaktionär sind. Und dieses Problem, Fortschritt und reaktionär, nicht in einem zu sehen, das hat mich sehr fasziniert. Deshalb bin ich ja dann, als ich schon viel, viel älter war, bin ich dann nochmal zur Universität und habe eben da weitergemacht, weil mich interessiert hat bei allen Dingen, wie entwickelt sich die Demokratie und wie machen die Menschen mit? Sind das also Stimmvieh oder haben die Lust mitzumachen bei der Verbesserung der Lebensverhältnisse und der politischen Verhältnisse. Und dazu haben Sie auf jeden Fall Lust gehabt. Er hat dann auch noch mal eben, als es mit der Publizistik dann irgendwann vorbei war, es hat Ihnen dann gereicht, Sie wollten kein Berufssatiriker werden, haben Sie noch mal eben Ihr Studium wieder aufgenommen, Philosophiestudium, den Doktor noch gemacht, danach dann die Bildhauerei, die wir hier sehen können. Ja. Also es gibt wirklich jede Menge zu erzählen. Auch diese Sendung wird leider nicht dazu ausreichen, Ihre ganze Lebensgeschichte aufzuzählen. Das tut mir leid, aber wir haben noch einen ganz kleinen Beitrag, und zwar vom Stadtschreiberfest in Bergen-Enkheim, dem 40. Stadtschreiberfest. Und dort wurde intronisiert eine Stadtschreiberin. Das Schild mit ihrem Namen hängt schon, und gleich wird Angelika Klüssendorf auch wissen, wie der neue Stadtschreiber im Bergener Festzelt willkommen geheißen wird. Wer die Volksfeststimmung schon kennt, das ist Marcel Bayer, der 39. Stadtschreiber von Bergen. Er hat gerade den Schlüssel für das Stadtschreiberhaus an seine Nachfolgerin übergeben. Wenn man hier ankommt und so sieht, wie vertraut und freundlich alle Menschen miteinander umgehen, ist einem das natürlich erstmal so ganz neu. Also man fragt sich so, wird man jemals, weiß nicht, dazugehören oder wird man das jemals auch so erreichen? Und jetzt nach einem Jahr geht mir das eben so, ich grüße den und ich grüße den und habe mit dem noch was zu besprechen und so weiter. Also es ist so ganz, ganz vertraut geworden hier und man hat so viele Menschen kennengelernt und es ist schon ein bisschen komisch wegzugehen. Vor einem Jahr erhielt Bayer den symbolischen Amtsschlüssel von Thomas Lehr. Dem Autor war es ebenfalls schwer gefallen, nach seiner Amtszeit das Häuschen, Bergen-Enkheim selbst und seine Joggingstrecke durch die Streuobstwiesen zu verlassen. Selbstredend war das Festzelt auch in diesem Jahr voll besetzt beim 40. Stadtschreiberfest in Bergen. Und wie Marcel Bayer damals, ist auch Angelika Klüssendorf beeindruckt. Eine tolle Stimmung. Also das ist irgendwie selten für einen Schriftsteller, dass da so eine Art Volksfestcharakter ist. Also sehr angenehm. Das Häuschen ist auch sehr schön. Also die Zimmer sind toll. Also ich bin jetzt im Moment ein bisschen von den ganzen Eindrücken überfordert.
Bei ihrem Vorgänger ist nach 365 Tagen Amtszeit als Stadtschreiber keine Spur mehr von Unsicherheit. Für Marcel Bayer war diese Zeit literarisch produktiv und schön. Ich kenne das einfach so. Ich bin so tagsüber ganz versunken in meiner Arbeit und abends möchte ich dann noch gerne unter Leute. Dann ist es einfach so, dass eigentlich alle so offen sind und auch einem Gesellschaft leisten oder einem die Geschichten erzählen aus ihrem Leben und durfte verrückte Dinge, was ich ja an verrückten Geschichten gehört habe, das ist so unglaublich. Und so war es bei mir eigentlich so, dass wir eben über Tag konzentriert gearbeitet haben, dann haben wir abends gekocht und gegessen und dann sind wir in die alte Post und wussten, die Wirtin, die Draghi, die setzt uns dann schon irgendwo an den Tisch dazu oder holt Leute an unseren Tisch und dann bekommt man so von der Außenwelt was mit. Und diese Abwechslung ist einfach so was ganz Wichtiges und Schönes. Selbst für weitgereiste Schriftsteller ist der Aufenthalt im Bergener Stadtschreiberhaus immer wieder etwas Besonderes. Und auch Angelika Klüssendorf weiß schon, wann sie definitiv in Bergen anwesend sein wird. Also so wie Marcel Bayer auch, dass mal 10, 14 Tage am Stück. Bei mir vor allen Dingen, glaube ich, eher die Wintermonate auch, weil dort eine schöne warme Heizung ist und ich in Brandenburg wohne und dort eine Ofenheizung habe. Es ist also garantiert, dass auch mit der 40. Verleihung des Stadtschreiberamtes alle Seiten profitieren, allen voran die Literatur. Wir in diesem Moment auch schon am Ende des Kulturchecks angelangt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Johannes Nikel oder Hans A. Nikel. Unter dem Namen kennt man sie immer, wenn es ums Publizistische ging, dass wir uns hier ein bisschen umsehen durften, lange Interviews führen durften. Verabschieden uns auch von Pardon schweren Herzens diesen wunderbaren Titel von Arsch mit Ohren. Was ich noch sagen muss, ist, dass Sie diese Sendung auch im Internet gucken können und zwar unter rheinmaintv.de und dann einfach das entsprechende Suchwort eingeben. Und in einer Woche hätten wir eine neue Ausgabe des Kulturchecks für Sie, wie immer um 21 Uhr. Machen Sie es gut, bis dann. Tschüss. Der Kulturcheck wurde Ihnen präsentiert von Skoda Auto Deutschland. Trifft alle Erwartungen. Der neue Skoda Octavia RS. Skoda. Simply clever. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de oder rufen Sie uns an unter 07541 95 30 627. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Offizieller Fahrzeugpartner von Rhein-Main-TV.